Lärm ist ein ständiger Begleiter in vielen Bereichen unseres Arbeitslebens. Doch zu viel Lärm macht krank. Die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen in Deutschland tun viel dafür, damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weniger Lärm ausgesetzt sind. Schwerhörigkeit durch Lärm ist eine der häufigsten Berufskrankheiten. Ziel der Präventionsarbeit von Berufsgenossenschaften und Unfallkassen ist es, den Lärm zu vermeiden oder zumindest stark zu reduzieren. Und das machen wir nach dem sogenannten TOP-Prinzip, Technik, Organisation, Person. Zuerst wird durch technische Maßnahmen versucht, den Lärm zu verhindern. Und nur da, wo das nicht möglich ist, da greifen organisatorische Regelungen oder last but not least persönliche Schutzausrüstung. Durch technische Maßnahmen ist es möglich, die Lautstärke von Maschinen und Werkzeugen zu reduzieren. Im Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung in St. Augustin bei Bonn, abgekürzt IFA, wird zum Beispiel die Entwicklung von lärmgeminderten Trennscheiben begleitet. Auch durch organisatorische Maßnahmen können die Auswirkungen von Lärm in der Arbeitswelt reduziert werden. Ja, die Betriebe können beispielsweise lärmintensive Arbeiten verlagern in Zeiträume, wo nicht so viele Beschäftigte dort sind. Oder sie können laute Maschinen verlagern in Nachbarräume oder Bereiche, wo weniger Leute davon betroffen sind. Das wären also zwei Beispiele für organisatorische Maßnahmen. Zu den personenbezogenen Maßnahmen gehört an erster Stelle das Tragen eines Gehörschutzes. Im Institut für Arbeitsschutz wird die Qualität dieser Produkte geprüft. Gehörschutz gibt es in verschiedenen Bauformen mit verschiedenen Eigenschaften. Es sollte eine Beratung deswegen erfolgen und der Gehörschutz, der ausgewählt worden ist, dann am Arbeitsplatz vom Beschäftigten konsequent getragen werden, damit er wirksam ist. Doch wie laut ist es eigentlich an einem Arbeitsplatz? Zur Gefährdungsbeurteilung werden in den Betrieben vor Ort Messungen gemacht. Auch die dafür eingesetzten Schallpegelmesser werden im Institut für Arbeitsschutz regelmäßig überprüft. Für die Messungen vor Ort ist es ganz wichtig, dass die Messgeräte die richtigen Werte anzeigen. Darum werden sie bei uns alle 2 Jahre zur Prüfung eingereicht. Und damit ist sichergestellt, dass man sich auf die Messergebnisse verlassen kann. Wer beim Thema Lärm in erster Linie an Flugzeuge oder Industrie denkt, übersieht eine allgegenwärtige Lärmquelle, den Menschen. So können die Dauerschallpegel in einem Callcenter oder einer Kindertagesstätte zu einer Stressbelastung führen, die sich langfristig negativ auf den Organismus auswirkt. Es gibt den gehörschädigenden Lärm, der eben über längere Zeit zu Hörschäden führt. Es gibt aber auch Pegel, die drunter liegen und von denen sich die Beschäftigten auch belästigt und gestört fühlen können. Kann auch zu Problemen im Magen-Darm-Trakt, Herz-Kreislauf-System führen oder auch zu Konzentrationsproblemen, Leistungseinbußen. Und daher ist es wichtig, dass man eben auch die Art von Lärmpegeln im Blick hat und möglichst versucht zu reduzieren. Die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen sowie die DGUV mit ihrem Institut für Arbeitsschutz beteiligen sich deshalb aktiv an der Entwicklung von Maßnahmen zur Lärmminderung in Bereichen wie Großraumbüros, Kindertagesstätten oder wie hier in einer Schule, wo eine neue Akustikdecke für bestes Arbeitsklima sorgt. Das ist vom ersten Tag an nach dem Umbau ein viel angenehmeres Arbeiten hier. Lärm durch die Decke viel stärker reduziert. Alle fühlen sich rundum wohl, Kinder, Lehrkräfte. Einfach eine runde Sache. Es lohnt sich, auf das eigene Gehör gut Acht zu geben. Denn so klingt es, wenn die Hörleistung bereits stark nachgelassen hat. Damit es gar nicht so weit kommt, gibt es regelmäßige arbeitsmedizinische Untersuchungen, bei denen auch das Gehör überprüft wird. Der Kampf gegen den Lärm ist eine Daueraufgabe in der Arbeitswelt.